Willkommen im Tech Bunker. Heute mit dem SpeedPod Pro Plus Gaming Edition Router. Und natürlich Julia und Lisa, unseren beiden Telekom Tech Hosts, die euch das Gerät vorstellen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Tech Bunker. Wir beide sind auch heute gar nicht alleine da, sondern wir haben unseren lieben Kollegen, den Manuel, eingeladen. Der ist nämlich begeisterter Gamer und der kann uns den Router viel besser bewerten, als wir es eigentlich können. Ja, moin zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung in den, wie ich finde, wirklich coolen Tech-Bunker. Und wir kennen uns ja jetzt bereits, aber die Zuschauer vielleicht noch nicht. Deswegen würde ich mich gerne einmal kurz vorstellen. Ich bin Manuel und wie ihr schon gesagt habt, arbeite ich natürlich auch für die Deutsche Telekom. Aber heute bin ich in meiner Lieblingsrolle da, nämlich als Gamer. Und nicht nur, dass ich das privat mache und auch schon seitdem ich, glaube ich, 5 bin, sondern seit kurzem habe ich auch einen YouTube-Kanal und möchte auch bald mit Twitch Stream loslegen. Ich bin also quasi das klassische Gamer-Klischee. Ja, und ich freue mich einfach in dieser Rolle heute hier zu sein. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, vielleicht verratet ihr uns mal, worum es denn heute genau geht. Ja, es geht um die limitierte Gaming-Edition des SpeedPod Pro Plus. Das ist die Gaming-Variante unseres Router-Flaggschiffs von der Telekom. Wir zeigen euch den Router, geben euch die wichtigsten Facts, natürlich zusammen mit unserem Gaming-Enthusiasten Manuel, und haben gleich im Interview auch noch Martin von SK Gaming. Die nutzen den Router nämlich in ihrem Teamhaus selbst und können uns also sagen, wie er sich dort schlägt. Aber jetzt erstmal die 3 Things You Need to Know. Der SpeedPod Pro Plus Gaming Edition Router ist ausgestattet mit den neuesten Standards wie Wi-Fi 6 mit 12 WLAN-Antennen, Mesh-Unterstützung und Smart-Home-Kompatibilität. Ein cooles Design mit Ambient Light lässt den Router perfekt als Element in der Wohnung einfließen. Der Router hat den Connect-Test aus 8 Wi-Fi 6 Routern gewonnen. Tatsächlich ist das mal ein Gadget aus unserer eigenen Garage. Wir haben die Power unseres besten Routers an die Bedürfnisse der Gamer angepasst und mit ein paar zusätzlichen Features ausgestattet. Aber jetzt mal an Manuel. Schlägt dein Gamerherz höher, wenn du diesen Router siehst? Was ist das für eine Frage? Also um sie kurz zu beantworten, natürlich springt mein Gamerherz höher, wenn ich den Router sehe. Aber da muss ich schon ein bisschen weiter ausholen, denn ich bin ja nicht nur Telekom-Mitarbeiter und eben auch Gamer, sondern ich war auch lange Jahre im technischen Kundenservice. Ich war nicht nur in den Wohnzimmer unserer Kunden für die technischen Sorgen da, sondern auch an der Servicestation im Telekom-Shop. Ihr könnt euch vorstellen, in der Zeit war ich natürlich mit so einigen Routern unserer Kunden betraut und habe die Speedports in ihren verschiedenen Generationen miterlebt. Jetzt steht hier der SpeedPod Pro und der beinhaltet tatsächlich einfach mal alle Features, die unsere Kunden wirklich brauchen. Wahrscheinlich auch viel mehr, als unsere Kunden im Durchschnitt brauchen. Und das ist daher der beste seiner Gattung. Und das ist jetzt einfach nur die Gaming Edition. Also neben dem, dass der Router wirklich großartig ist, sieht er auch noch geil aus. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, das Design ist schon mal richtig futuristisch, ne? Hier mit diesem halb durchsichtigen Gehäuse. Und natürlich hat der Router auch Ambient Light. Da braucht man den gar nicht mehr zu verstecken, sondern kann ihn quasi als Deko-Element ins Wohnzimmer stellen, direkt neben die Gaming-Konsole. Tatsächlich hat die Beleuchtung noch einen anderen Zweck. Wenn etwas nicht stimmt und man also eingreifen muss, dann macht er sich bemerkbar und leuchtet anders. Na, dann blinkt die Bude wie im Club. Mega. Was kann das gute Ding denn? Ja, was muss man für gewöhnlich als erstes machen? Einen Router einstöpseln. Und der ganze Prozess des Einrichtens ist echt super easy. Stromkabel rein, DSL-Kabel rein, das war's. Nach 5 Minuten hat er sich eigentlich selbst eingerichtet. Ja, finde ich super. Da kann ich in der Zeit einfach schnell einen Kaffee trinken gehen, wenn ich wiederkomme. Mach mal die Klappe auf. Ui. Ja, nehme ich den Zettel da raus und haltet euch fest. Das gibt es wirklich zum allerersten Mal hier bei uns in den Telekom-Routern. Da ist ein kleiner QR-Code drauf, den kann man scannen mit seinem Handy. Zack, das ist im WLAN. Super einfach. Zack. Und die User werden auch die anderen Funktionen super finden. Der neue Wi-Fi 6 Standard zum Beispiel ermöglicht es, eine viel stabilere und schnellere Verbindung zu haben. Der Router funkt nämlich auf unterschiedlichen Kanälen und so kann er auch mit anderen Routern und Netzwerken kommunizieren. Und was bringt mir das am Ende des Tages? Ja, du hast natürlich eine stabilere und schnellere Verbindung und du hast auch eine höhere Reichweite. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie auf dem Balkon oder auf der Terrasse mit deiner Sonos-Box Musik hören willst, dann kannst du halt sicher sein, dass da auch die Reichweite da ist, ne? Und durch die Mesh-Funktionalität kann der Router auch mit anderen Routern oder Repeatern zusammengeschlossen werden. Durch neue Technologien wie zum Beispiel Spatial Reuse und BSS Coloring kann der Router eine konstant hohe Bandbreite senden.
Das ist zum Beispiel praktisch, wenn hier die Kinder im Internet spielen und mein Mann guckt einen Film und ich bin in der Videokonferenz. Irgendwas machst du falsch. Ja. Aber genau dann, in dem Moment, sorgt der Mutter dafür, dass alle ihren Spaß haben, außer mir. Ja? Normalerweise würde das dann ruckeln oder irgendwie man hätte Netzwerkprobleme, aber das funktioniert dann eben einwandfrei. Jetzt nochmal zu Manuel. Manuel, was sagst du denn als Gamer zu Gaming über WLAN? Es liegt, glaube ich, auf der Hand. Jeder Gamer und auch jeder Technikexperte würde mich jetzt schallend auslachen, wenn ich jetzt hier in die Kamera sage, Gaming über WLAN, das ist die Zukunft. Aber ich habe es ausprobiert mit dem SpeedPort Pro Gaming Edition. Es ist gar nicht mehr so abwegig, wie das vielleicht lange Zeit war. Die Technik hat sich da auch verändert. Und es liegt vor allen Dingen sicherlich an der Wi-Fi 6 Technologie. Es ist nicht viel langsamer als über ein LAN-Kabel und es ist letzten Endes auch nicht irgendwie störanfälliger. Also ich habe den Unterschied nicht wirklich gemerkt. Ja, und letzten Endes hat dieser Router genialerweise auch noch eine WLAN-Gaming-Funktion. Das heißt also, alle Daten, die in Bezug auf Spiele laufen, die über den Spieleport laufen, die werden tatsächlich priorisiert und dadurch wird die Störanfälligkeit auch reduziert. Der macht eine gute Figur darin und die Zukunft rückt, was Gaming über WLAN betrifft, auf jeden Fall ein Stück näher, das muss man schon sagen. Und noch ein anderes Problem löst der Router. Und zwar kennen wir das alle, nämlich dass der Akku schneller leer geht, als uns lieb ist und wenn wir das Handy überhaupt nicht benutzen. Und der SpeedPort Pro Plus, der versetzt das WLAN-Modul, nicht das ganze Handy, aber das WLAN-Modul in eine Art Standby-Modus, wenn gerade keine Daten übertragen werden. Das ist ja praktisch. Und das funktioniert auch mit Geräten, die keinen Wi-Fi 6-Standard unterstützen? Exakt so ist es. Ist natürlich der Idealfall, dass das Gerät auch Wi-Fi 6 hat, denn dann kann man natürlich das volle Potenzial der Fähigkeiten des Routers ausnutzen. Aber der Router ist klug, der kennt die verschiedenen Protokolle, die wurden ihm einprogrammiert, deswegen kann er das unterscheiden und kann eben alles das, was auch über die anderen Wi-Fi-Protokolle möglich ist, entsprechend umsetzen. Ergo, man braucht kein Wi-Fi 6, es klappt auch mit den anderen Wi-Fi-Protokollen und kluges kleines Ding, kann ich dazu nur sagen. Was wir beim Testen tatsächlich gemerkt haben, ist, dass das Einstecken der Kabel ein bisschen frimmelig ist. Die sind nämlich hier unten und damit nicht so gut zu erreichen. Also mal eben Kabel rein und rausstecken, das funktioniert nicht so gut. Da muss man ein bisschen Geduld haben, aber das macht man ja eigentlich auch nicht so oft. Was aber ganz praktisch ist, hier auf der Rückseite, man hat hier direkt noch USB-Anschlüsse und kann also seinen Controller direkt da mal zum Laden anschließen. Würdest du denn sagen, dass sich das Gerät für jeden Haushalt lohnt? Oh, das finde ich eine sehr gute Frage. Die Wi-Fi 6 Technologie und halt die Funktionen des Routers, die kommen erst dann richtig zu tragen, wenn der Router so richtig was zu tun hat halt, ne? Also wenn wirklich viele Teilnehmer im Netzwerk sind, eine hohe Netzauslastung da ist, ich vielleicht meine 3 Kinder habe, die alle gamen wollen, ich möchte auch gamen, meine Frau oder mein Mann ist gerade eben in einer Videokonferenz und es läuft irgendwo noch der Fernseher über IPTV. Dann ist halt eine hohe Last auf dem Netz und der Router hat eben halt wirklich die Fähigkeit, diese Kommunikation optimal zu regeln. Und das kommt eben nur in einer solchen Situation wirklich zum Tragen. Natürlich hat man über Wi-Fi 6 eben die schnellere Internetverbindung, aber da kann der Router halt nicht zeigen, was er drauf hat. Das Positive daran ist natürlich, wir haben Luft nach oben. Ne? Wir können in die Zukunft blicken, wenn die Seiten aufwendiger werden, wenn die Anwendungen auf Smart-TVs etc. aufwendiger werden, wenn die 3 Kinder dann irgendwann da sind und eben auch gamen wollen, dann weiß ich, ich kann ganz entspannt sitzen bleiben, denn der SpeedPort Pro macht das schon. Ein anderes Thema, was heutzutage auch Standard ist, ist natürlich auch Smart Home. Du bist mit deinem Toaster im Internet, deine Waschmaschine lässt sich nur noch über App steuern. Ist der Router darauf vorbereitet? Ja, absolut. Also die meisten Smart Homes kommunizieren mit dem Standard, der nennt sich Zigbee. Und das kann unser SpeedPort Pro Plus problemlos verwalten. Andere Router dagegen möchten zum Beispiel oft nur mit ihren hauseigenen Smart Homes kommunizieren. Zu Hause ist ein gutes Stichwort. Wir schauen jetzt nämlich mal bei SK Gaming vorbei. Die haben das Ding nämlich schon im Einsatz. Hallo und herzlich willkommen in der SK Magenta Facility in Köln. Hier trainieren unsere SK Profis. Und wir schauen uns das mal an. Wir sind die Jungs gerade am Trainieren. Unser Team, das darum auch mit den Spielern arbeitet. Wir gehen mal hier lang. Schauen uns das mal an. Hier ist aktuell gerade das Prime Team. Tag, Tag. Das League of Legends Team, der Marc.
bereitet sich gerade vor und ja, hier nutzen wir auch die SpeedPort Pro Plus Gaming Variante und sind damit äußerst zufrieden. Hi Martin, schön, dass es geklappt hat. Ja, hi Julia. Ja, wir haben den Router ja gerade schon in Action gesehen und euch beim Spielen zugeschaut. Was spielt ihr denn da so und was macht ihr sonst noch so im Teamhaus? Ja, was machen wir hier? Also in der SK Magenta Facility Köln, das ist quasi an unserem, ja, an unserer Firmenzentrale mit angedockt, haben wir eine Begegnungsstätte für Spieler errichtet, in dem maßgeblich natürlich unsere Spieler trainieren, aber sich halt vorbereiten für Wettkämpfe, teilweise auch Wettkämpfe von hier aus bestreiten. In verschiedenen Disziplinen, sei es von Computerstationen über Tablets, Phones oder halt auch Konsolen. Und ja, im Zentrum steht natürlich, stehen diese Gaming-Stationen, aber wir haben darum auch alles gebaut und zur Verfügung gestellt, was so ein Gamer-Herz heutzutage benötigt in irgendeiner Form, um sich halt auch wohl dabei zu fühlen. Das fängt halt an damit, dass die Spieler, dass wir eine Köchin hier vor Ort haben, die sich um Frühstück, Mittag und Abendessen kümmert, dass da keine Wünsche offen bleiben. Ernährung ist ein zentraler Bestandteil, in dem, ja, so wie wir mit unseren Spielern umgehen und das, was, wie wir halt auch einen professionellen Spieler heutzutage wahrnehmen und halt auch ja, mit unterstützen möchten. Darüber hinaus haben wir einen Gym bei uns im Keller. Das heißt, auch die sportlichen Aktivitäten, der Ausgleich, dafür ist gesorgt. Die ist jetzt nicht so, dass jeder hier auch Muckis pumpen möchte, aber uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass eine gesunde Balance zwischen Geist und Körper auch einfach bei jedem in irgendeiner Form mit verinnerlicht wird. Und deswegen haben wir ein Fitnessstudio bei uns im Keller mit Laufbändern, also mit Cardio-Möglichkeiten, mit natürlich auch Gewichten. Wir haben Relax-Zonen, wir haben ein paar Massagestühle, dass man auch einfach mal nach einer sehr, sehr anstrengenden Session sich ein bisschen entspannt zurücklegen kann. Und ja, das natürlich alles trotzdem mit dem Ziel, dass der Spieler sich am Ende des Tages natürlich bestmöglich vorbereiten kann auf den Wettkampf, aber natürlich sich auch sehr, sehr wohl fühlt in der Begegnung mit dem Spiel. Ja, und gerade ihr als E-Sports-Organisation seid ihr voll darauf angewiesen, dass beim Game kein Lag dazwischen kommt. Ja, klar. Also das ist so wichtig wie der geschnürte Schuh beim Fußballer wahrscheinlich. Ne? Wenn der nicht sitzt, dann kann man auch nicht spielen. Insofern, das ist für uns absolut essentiell. Wir vertrauen darauf, dass wir eine stabile Leitung haben. Klar, jetzt nicht wie jeder zu Hause, haben wir auch sicherlich nochmal eine Backup-Leitung, die irgendwo einspringen kann. Auch danke an die Telekom an der Stelle, dass wir das haben. Aber wir müssen wirklich auch sagen, die Erfahrung mit dem neuen SpeedPort Gaming mit der Edition zeigt wirklich, dass wir da wesentlich mehr Stabilität drin haben im Netz. Kleinere Ausfälle, die ab und zu mal passieren, sowas wie Spikes oder so, sind wesentlich weniger wahrnehmbar. Es ist so, dass die Wi-Fi 6 Möglichkeiten uns halt auch ein bisschen in die Hände spielt. Ne? Es gibt sehr, sehr wenige Routergeräte, die das mittlerweile können. Darauf vertrauen wir auch, dass man da wirklich immer mit der besten Technik ausgestattet ist. Das heißt, der Router erfüllt eigentlich dann seinen Zweck, wenn man ihn überhaupt nicht bemerkt, wenn er eigentlich nur als Deko-Element nett aussieht und in der Ecke steht. Ist es so? Ja, klar. Also einen Router möchte man eigentlich in der Form gar nicht wahrnehmen. Man kann ihn sich gern anschauen und man freut sich, glaube ich, auch so ein Gerät dann in Betrieb zu nehmen und die Features, die man nutzen kann, wenn man da mal raufschaut und auch so ein bisschen Sicherheitsgefühl, besseres Sicherheitsgefühl zu kriegen, so einen Ping-Test zu machen und solche Geschichten, find ich auch ganz spannend. Aber im besten Fall, ja, wie beim Schiri, den lässt man irgendwie mitlaufen, aber hat ihn auch irgendwie nicht so auf dem Schirm und wird dann im Idealfall auch gar nicht von ihm in irgendeiner Form gestört. Ja, super. Vielen Dank. Schön, dass du Zeit für uns hattest. Danke. Dir und euch auch. Macht's gut. Jetzt mal Klartext. Was denkt ihr denn von dem Teil? Also ich finde, der Router ist perfekt, wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben. Also zum Beispiel Familien oder WGs oder auch Firmen. Und durch die hohen Reichweiten ist es auch für größere Gebäude oder Häuser mit Terrasse, mit Garten umso besser geeignet. Also wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, meine Jungs ein bisschen älter, ich glaube, bei uns führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns den SpeedPort Pro Plus kaufen. Ja, hingegen für Einzelpersonen, die den Router bzw. deren Internetleistung nur in der Freizeit nutzen, ist das Ganze ein bisschen hochpreisig, nicht 399 €. Da würde es reichen, wenn man zu einem etwas günstigeren Modell greift.
Ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ja, 399 Euro ist natürlich ziemlich hochpreisig, ne? Aber gerade aus meiner Sicht als Gamer, also in Bezug auf das Hobby, kann ich nur sagen, dass eben alle Geräte, die eben einen besonderen Zweck in der Richtung erfüllen, eben recht hochpreisig sind. Es fängt an mit der Gaming-Maus, die besonders präzise ist, wodurch ich meine Figur besser bewegen kann. Professionellere Artikel wie das Stream Deck oder meine Beleuchtung, die ich jetzt hier verwende oder ähnliches. Das alles ist recht hochpreisig, weil das einfach da dann auch wirklich gut den Zweck erfüllt und da auch Qualität nötig ist. Und Qualität, haben wir jetzt festgestellt, hat der SpeedPod Pro auf jeden Fall in jeder Hinsicht, egal was die Technologien betrifft, um eben eine möglichst hohe Netzauslastung abzudecken und dementsprechend schnelle Internetverbindungen zu ermöglichen. Von daher, er kann alles, was er können muss. Er sieht, wie gesagt, mega aus, finde ich. Also ich kann mich, glaube ich, auch überhaupt nicht von ihm trennen. Von daher, sag ich mal, spricht nichts dagegen. Muss man sich letzten Endes überlegen oder ob man dann nicht doch ein günstigeres Modell. Muss aber auch sagen, dass jeder Standardrouter, wenn man ihn jetzt einfach so im Laden kauft, auch im Bereich 150 bis 200 Euro liegt. Ne, also von daher ist es absolut verhältnismäßig und wie gesagt, falsch macht man auf jeden Fall am Ende nichts. Und wenn ihr auch so passionierte Gamer seid wie Manuel, dann ist der SpeedPod Pro Plus in der Gaming Edition sicher das beste Gerät für euch. Schaut doch mal auf dem Telekom-Shop vorbei. Na, dann mal ran an die Konsole zum Zocken. Das war's auch schon mit dieser Episode aus dem Tech-Bunker. Bleibt entspannt und bis zum nächsten Mal.